Also ja, wie gesagt, ich habe leider kurz nachdem die Broschüre in den Druck gegangen ist, mein Talk nochmal völlig umbenannt. Und zwar in Primark Hall versus Fracking Net Neutrality, Videos im Web zu politischen Themen. Und ich fange direkt mal an mit einem kleinen Disclaimer. Und zwar, also ich habe ja nur 30 Minuten und werde deswegen irgendwie alle Dinge eigentlich nur so ankratzen können. Ich werde nicht allzu tief in die Tiefe gehen können. Ich werde auch die ganze Zeit in meinem Talk leider so ein bisschen davon ausgehen, dass Views gleich für Erfolg stehen oder für Aufmerksamkeit, wobei man das vielleicht sich mal so langsam auch davon wegbewegen sollte, immer nur auf die Views zu schauen, denn ansonsten landet man irgendwie so in dem Bereich, wo ja auch zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen andauernd irgendwie auf die Quote schauen. Und ich fange mal an mit dem Inhaltsverzeichnis. Also ich werde zuerst ein bisschen, wer mich noch nicht kennt oder wer meine Filme nicht kennt, werde ich so ein bisschen Background über mich und einen Rückblick auf die letzten 6 Jahre, in denen ich jetzt schon politische Filme mache, hauptsächlich Animationsfilme. Dann werde ich ein bisschen auf Animationsfilme eingehen, also was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und dann ein bisschen allgemeiner, so einen Rundumblick auf Webvideos im Allgemeinen machen. Mich anschließend fragen, was jetzt so das Satirische im Speziellen, wie sich das so ein bisschen verändert hat. Und ganz zum Schluss zeige ich dann das erste Mal der Öffentlichkeit meinen neuen Film, der diesmal ausnahmsweise auch kein Satirefilm ist. Wieso das so ist, darauf komme ich im Laufe des Talks. Und der auch, wie gesagt, noch nie nirgendwo gezeigt wurde, der heißt Netzneutralität tötet. Also so kurz über mich, ich mache zur Hälfte hauptsächlich Musikvideos und zur anderen Hälfte mache ich politisch-satirische Animationsfilme. Ich habe dabei so ein bisschen an mich selbst den Anspruch, dass ich eher unbekannte Themen behandle und keinen Trends folge. Das hat auch den Vorteil, dadurch, dass ich animierte politische Filme mache, kann ich überhaupt nicht Trends so wirklich folgen, weil Animation ein relativ komplexer Prozess ist, der sehr langwierig ist, und wenn man jetzt diese ganz kurzlebigen Sachen aufgreifen würde, die meistens irgendwie schon nach ein paar Tagen oder nach einer Woche gegessen sind, ist man mit dem Film eigentlich schon wieder viel zu spät dran. Und ich würde aber nicht unbedingt sagen, wenn man sich so die heutige Medienlandschaft anschaut, dass das unbedingt was Negatives ist, wenn man auf jeden Hypezug aufspringt und immer diesen Trends folgt. Und der Vor- und der Nachteil, wenn man keinen Trends folgt, ist, ich kann wichtige Themen behandeln, die vielleicht so ja, ein bisschen zu kurz kommen. Also ich habe mich schon vor ein paar Jahren mit dem Thema Flüchtlinge, die aus Afrika kommen, beschäftigt und versuche immer so ein bisschen auch vorauszuschauen, was jetzt die Themen sind, die vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten aktuell sein könnten. Und man hat natürlich weniger Views, weil wenn man nicht den Trends folgt, trägt oder wird der Film halt vielleicht nicht gerade in diesem Hype der Debatten ständig rumgeschickt. Das ist jetzt, leider ist meine Präsentation auch so ein bisschen nach unten lastig. Also ich habe leider sehr viele Informationen, die so in den unteren Bildzeilen sich abspielen. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem noch erkennen. Das wäre jetzt so der Rückblick auf meine letzten Filme. Also angefangen mit dem Film Du bist Terrorist, den ja wahrscheinlich irgendwie die meisten Leute kennen und der auf Vimeo und YouTube zusammen insgesamt 4 Millionen Views hat. Und dann sieht man aber auch schon, dass es eigentlich eher weniger wird und auch nach rechts immer weniger. Aber ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Filme ganz auf der linken Seite halt schon zum Teil 6 Jahre alt sind. Und immer wieder, wenn ein neuer Film rauskommt, schaut der eine oder andere sich natürlich auch die vorherigen an. Und ich habe mich gefragt, als ich mal diese Statistik gemacht habe, sind das eigentlich so im Vergleich, sind das viele Views, wäre das erfolgreich? Und natürlich auch hier wieder die Frage, ist das überhaupt wichtig? Jedenfalls habe ich dann mal so ein paar andere Filme mir rausgesucht, die ich auch sehr gut finde, auch politische Filme. Und bin so, wenn man die jetzt nebeneinander hält, sieht man eigentlich ganz gut, dass wenn man politisch aktive Filme macht, dass man eigentlich so in dem View-Bereich liegt. Also ich habe hier zum Beispiel einen sehr schönen Film von Greenpeace, der über 7 Millionen Views gemacht hat, der so ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen Shell und Lego kritisiert. Ein extrem gut gemachter Film.
Und dann links daneben von Maniac, den Überwachungsstaat, zwei Filme, die eigentlich eher so Motion-Design-Filme sind. Und links daneben noch zwei andere Filme. Und wie man sieht, das hier wäre die 1-Millionen-Marke und hier haben wir die 500.000-Marke und die meisten Filme kommen eigentlich nicht wirklich an die Millionengrenze. Hier drunter an den Farben habe ich dann noch geschaut, was für eine, also hatte der Film zum Beispiel, war der Teil einer Kampagne oder wollte dieser Film etwas vom Zuschauer oder wollte der etwas erreichen? Und da ist eigentlich der Greenpeace-Film ist ein sehr schönes Beispiel, denn die haben, wie gesagt, diese Kollaboration zwischen Lego und Shell kritisiert. Und der Film hatte auch Erfolg. Also nachdem dieser Film bekannt wurde und immer bekannter wurde, hat tatsächlich Lego die Kollaboration mit Shell eingestellt. Und bei meinem Film habe ich jetzt auch, also wir lieben Überwachung, war natürlich nicht hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Vorratsdatenspeicherung, Entschuldigung, du bist Terrorist, war natürlich nicht hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Vorratsdatenspeicherung damals eingestellt wurde, aber zumindest ist sie damals vom Bundesverfassungsgericht wieder gekippt worden und es gab da ja auch relativ viele Aktionen dazu. Das Gleiche wäre bei Rette deine Freiheit, gab es ja die Zensursula-Debatte ziemlich groß. Und bei den zwei Filmen, die ich für das Zentrum für politische Schönheit gemacht habe, gab es auch einen Film, der quasi gegen die Anteilseigner von Krauss Maffei Wegmann, dieser Waffenschmiede, gerichtet war. Und der war auch erfolgreich. Und natürlich ganz rechts der Drosselkom-Film, wo die Telekom ja auch nach einer Weile zurückrudern musste. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das, dass manche Filme halt mehr Views haben und dadurch vielleicht erfolgreicher sind und vielleicht auch eine erfolgreiche Kampagne im Rücken haben. Und ich glaube, das weiß ja mittlerweile jeder, dass man quasi wie so einen kleinen Skandal braucht, um jetzt wirklich einen erfolgreichen oder einen Film mit vielen Views zu haben, braucht man immer einen Skandal. Und bei diesem Lego-Shell-Film war zum Beispiel der Skandal, dass Lego irgendwann gesagt hat, wir besitzen, also es werden in diesem Film ist quasi so eine schöne arktische Szene aufgebaut, die dann langsam so mit Öl vollgegossen wird. Und Lego hat halt gesagt, hier werden Markenrechte verletzt und dadurch wurde der Film gelöscht oder offline genommen. Und das ist natürlich immer ein total super Boost für so einen Film, für die Views. Und genauso ging es bei Du bist Terrorist, da hatte ich quasi 3 bis 4 so kleine Skandälchen. Das erste war auch, dass die Originalurheber der Wir sind Deutschland-Kampagne quasi wollten, dass ich den Film offline nehme, weil irgendwie Wir sind Deutschland, nicht Wir sind Deutschland, Du bist Deutschland, Du bist Terrorist, ich verwechsel die ganze Zeit, Wir lieben Überwachung und Du bist Terrorist. Dass die da angemeldet haben und wollten, dass ich den Film offline stelle. Und dann gab es noch 2, 3 andere kleine Skandälchen, die sich um den Film drehten. Bei dem Film Rette deine Freiheit gab es natürlich die große Zensursula-Debatte, die ziemlich groß und breit in der Gesellschaft diskutiert wurde. Es gab die Streetview-Debatte, deswegen würde ich sagen, dass es hier diesen Ausschlag gab. Und bei Lieber Afrikaner gab es so ein kleines, gab es eine relativ ausufernde Diskussion in der Blogosphäre und ich würde sagen, dass halt Filme besonders dann viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn halt Diskussionen quasi sich damit überlappen oder kleine Skandale entstehen. Und was man vielleicht auch nicht vergessen dürfte, ist, dass man mit seinem Film oder mit einem Film allgemein immer nur einen kleinen Teilbereich einer Kampagne nimmt und sich nicht irgendwie das große Ganze, also ich habe zum Beispiel hier Lobbyisten oder eben die Einwanderungspolitik, wenn man die kritisiert, ist natürlich klar, dass da am Ende nichts bei rumkommen kann. Das heißt, man muss sich auf ein kleines Problem oder auf ein einzelnes Gesetz fokussieren. Und wenn man jetzt irgendwie sich fragt, wie kann man die Views beeinflussen, man hat natürlich keinen Einfluss darauf, ob es jetzt einen Skandal gibt. Man hätte einen Einfluss darauf, ob man ein aktuelles Thema nimmt, beziehungsweise ein Netzthema funktioniert natürlich im Netz auch besonders gut. Und man hat natürlich auch Einfluss auf die Animation. Wobei die Animation in dem Falle würde ich sagen, das ist es wahrscheinlich ein bisschen so wie beim Filmschnitt. Gute Animation ist dann gut, wenn sie halt überhaupt nicht auffällt. Das heißt, man ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Fehler auszumerzen, bis es halt gut aussieht, bis man nichts mehr erkennt, was von der eigentlichen Message ablenkt. Und da würde ich mal den Vergleich aufstellen, dass Animation ist wie eine Mauer ohne Mörtel. Also man hat
am Anfang die Idee und baut dann darauf quasi Reihe für Reihe den Film auf. Und ich hatte es zum Beispiel bei Wir lieben Überwachung, meinem neuesten Film, hatte ich es an ein, zwei Stellen, dass leider die Animation irgendwie nicht so wirklich funktionierte. Also es hat nicht so richtig, es kam irgendwie nicht so richtig an. Und wenn man das merkt, wenn man schon die Animation macht, das heißt, dass man irgendwie zurückgehen muss, um das Skript nochmal neu machen muss. Und dann fällt alles so ein bisschen in sich zusammen. Das heißt, man muss dann die Sprachaufnahme neu machen und man kann auch nicht nur den Teil rausnehmen, sondern man muss ein bisschen früher ansetzen und ein bisschen weiter darüber hinausgehen. Und dadurch ist das Ganze leider sehr langwierig. Also es gibt irgendwie nur zwei Szenen und es sind dann trotzdem drei Arbeitsschritte, die man komplett neu machen muss. Das ist so ein bisschen der Nachteil an der Animation, dass es halt sehr zeitaufwendig ist. Aber was sind die Vorteile von Animationen, habe ich mich dann gefragt. Warum mache ich überhaupt noch Animationsfilme, wenn es so kompliziert ist? Das Schöne ist natürlich, dass sich alles erklären lässt, wenn man Animationen benutzt. Und man ist auch ständig gezwungen, Informationen sehr stark zu vereinfachen. Weil immer, wenn man mit einer leeren Seite anfängt und irgendwas erklären will, muss man sicher, man ist ja von, also ich zumindest, will Dinge immer sehr weit herunterbrechen und auch irgendwie nur das Nötigste zeigen, alles andere weglassen. Und da muss man sich eben Gedanken machen, wie erkläre ich das effizient und wie spare ich auch Arbeit und Zeit, indem ich nicht jedes einzelne Ding zeige, sondern wirklich nur den Kern. Das heißt, man ist gezwungen zu vereinfachen. Das ist meistens für jeden verständlich. Es gibt sehr viele verschiedene Stile und die sind auch mittlerweile beim Zuschauer bekannt. Also jeder erkennt Animation aus Dokumentation. Das heißt, man kann damit auch spielen. Und jetzt so ein bisschen der Ausblick auf Webvideos allgemein. Also ich habe jetzt mal so ein paar Themen rausgepickt, die in den letzten Jahren kamen. Die Vorratsdatenspeicherung und andere Themen, die ja auch zum Teil eine erfolgreiche Kampagne so im Hintergrund hatten. In den USA vor allen Dingen das Thema Netzneutralität. Und jetzt nehme ich nochmal die Filme und die Statistiken von eben und habe mich gefragt, wie würden diese Views eigentlich aussehen, wenn man das mal zu neben Dinge hält, die auf YouTube mittlerweile auch typisch sind. Und da bin ich dann einfach irgendwie aus Zufall auf den Primark Hall gekommen. Ich weiß nicht, wenn das Leuten hier nicht bekannt ist, das heißt, Leute gehen dann einkaufen und bringen dann ihre Einkaufstüten mit nach Hause und ziehen dann aus der Einkaufstüte die Sachen, die sie gerade eingekauft haben, halten die in die Kamera und sagen was dazu. Das ist quasi dann ein Haul-Video. Und das sind halt quasi die Top-Videos, die Top 10, jetzt sortiert nach Views, die es zu diesem Thema gibt. Und dann habe ich mal geschaut, zum Beispiel Fracking. Ist das Bild ähnlich? Es gibt so zwei, drei Ausreißer am Anfang und dann geht es aber ein bisschen steiler nach unten. Und hier in der Mitte ist sogar ein Video, was quasi Fracking nicht kritisiert oder nicht unbedingt erklärt, sondern es ist von einer Firma, die tatsächlich Fracking betreibt und dieses Video in Auftrag gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, was ist denn, wenn man jetzt zum Beispiel ein Netzthema daneben hält, also zum Beispiel Netzneutralität, was ja ein sehr großes Thema in den USA war. Und da hatte das meistgeklickte Video, hatte sogar 9 Millionen, also wenn ich das jetzt so skaliere, dass das noch drauf passt, sieht man eigentlich sehr schön, dass ein Netzthema immer noch sehr gut funktioniert und wahrscheinlich auch sehr erfolgreich auf YouTube sein kann, beziehungsweise halt einfach auch erfolgreich eine Kampagne unterstützen kann, weil das Video wahrscheinlich weitergeschickt wurde an Familienmitglieder, auch dann irgendwie an die Eltern und so weiter, um dieses komplexe Thema zu erklären. Wenn jetzt das deutsche Netzneutralität daneben hält, ist natürlich so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das ja ein ganz anderer Sprachraum und viel weniger Leute gibt, die jetzt Deutsch sprechen. Und dann habe ich mich gefragt, welche von diesen Videos sind eigentlich Satire? Weil Satire müsste ja eigentlich noch ziemlich gut funktionieren. Es ist ja was zum Lachen, was man dann irgendwie gerne weiterschickt. Und wenn man jetzt mal schaut, welches davon Satire ist, wie eben schon gesagt, beim Fracking gab es gar keine Satire-Videos. Das waren alles Erklärfilme, so kleine Dokus sozusagen. Und dann gab es hier bei dem englischen Netzneutralitäts, gab es eigentlich, wenn man ganz hart den Maßstab dran nimmt, ist das auch keine Satire. Es war ein lustiges Video. Und die zwei Videos von John Oliver von Last Week Tonight. Und da habe ich mich gefragt, wieso das so ist. Also wieso gibt es so wenig Satire, beziehungsweise die einzigen Satire-Videos sind dann die von John Oliver, dieser Satire-Show.
Und ich glaube, es liegt daran, dass Satire setzt ja immer das Wissen voraus. Also man kann ja nur über etwas lachen oder über die umgedrehte Version davon lachen, wenn man den Fakt schon kennt. Und die Themen, die heute so relevant sind, werden immer komplexer. Also wenn man jetzt zum Beispiel TTIP, ACTA, das sind ja hochkomplexe Themen, die sich nicht einfach in ein paar Minuten erklären lassen und wo auch die Kritiker oder die Leute von der anderen Seite teilweise Argumente haben, die sich erstmal relativ schlüssig anhören, die man dann erstmal widerlegen muss, um sie überhöhen zu können. Und deswegen denke ich, dass quasi diese Satire-Shows im Moment so bekannt und erfolgreich sind, also jetzt zum Beispiel in Deutschland die Anstalt oder die Heute-Show, weil es eine Mischung aus News-Show und Satire ist. Das heißt, man hat bei diesem News-Charakter greifen diese Shows ja immer auf Grafiken, Bilder oder Einspieler aus Dokumentationen oder echten Nachrichtensenden zurück oder machen dann irgendwie Fotomontagen. Und nachdem dann quasi immer der Fakt erklärt wurde, kommt danach eine Pointe. Und ich habe mir dann zum Beispiel mal von Die Anstalt einen kurzen Film zum Thema Pegida angeschaut und habe halt einfach mal so geschaut, was davon ist jetzt Fakt und was ist Pointe. Und es ist tatsächlich so, dass quasi immer für 10, 20 Sekunden etwas, wird quasi ein bisschen Aufklärung betrieben. Es werden tatsächliche Fakten gezeigt, was in der Facebook-Gruppe gepostet wurde oder was jetzt ein Nachrichtensender darüber gesagt hat. Und am Ende kommt dann immer eine Pointe. Und so zieht sich das eigentlich durch den gesamten 5-minütigen Beitrag. Und genauso bei der John Oliver Show Last Week Tonight zum Thema Netzneutralität auch ständig dieser Wechsel zwischen Erklärung und am Ende eine Pointe, die natürlich auch, also das funktioniert natürlich super in dieser Show, weil er da sitzt wie so ein Anchorman, wie man das auch im amerikanischen TV sieht und erst immer diese vertrauenswürdige Person im Anzug ist und am Ende dann aber diesen Humor kurz raushängen lässt und auch seinen Sprachduktus völlig ändert. Das heißt, dadurch, dass die Themen immer komplexer werden und die Desinformation auch teilweise immer abstruser, ist halt diese erklärende Satire gerade sehr erfolgreich. Und als ich dieses Video gesehen habe, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das sind das Taliban-Video von Günther Oettinger, das ich jetzt am besten nochmal zeige. Ich hoffe, wir haben Ton. Netzneutralität. Da haben wir wieder und zwar gerade in Deutschland, Taliban-ähnliche Entwicklungen. Da ist die Netzgemeinde, da sind die Piraten unterwegs, da geht es um perfekte Gleichmacherei. Und da heißt es die böse Industrie. Da geht es nicht um die Industrie, da geht es nicht um den Vorstand und sein Gehalt. Wenn Sie Verkehrssicherheit in Echtzeit haben wollen, da geht es um unser Leben, dann muss dies absoluten Vorrang haben in Qualität und Kapazität. Wenn wir das Portalkrankenhaus im ländlichen Raum, das bei einem schweren Unfall vielleicht auch Operationssaal sein soll. Und das Uniklinikum mit dem Oberarzt macht dies. Wenn diese digitale und elektronische Operation möglich sein soll, dann geht dies nur in perfekter Qualität und Kapazität der Übertragung der Anweisungen, die der Oberarzt im Organbereich Lunge oder Herz oder Kreislaufgefäße beim Patienten gibt. Das muss uns doch wohl etwas wert sein. Und da kann man doch nicht von perfekter Gleichheit reden. Ist es wichtiger, dass im Auto hinten rechts hockt die 6-jährige Tochter und lädt sich Musik runter, YouTube. Hinten links hockt der 9-jährige Bengel und macht irgendwelche Games. Ist es wichtiger, dass die beiden in Echtzeit oder dass das Alte vorne links in Echtzeit hört, von rechts kommt jemand? Ich finde, YouTube herunterladen hat ein paar Sekunden Zeit. Ich finde, das Game kann man auch mal irgendwo nicht perfekt auf dem Bildschirm sein, aber Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst, Gesundheit, ein kommerzieller Dienst und ein paar andere fallen mir ein, sollten von der Netzneutralität, von diesem Taliban-ähnlichen Thema abweichen dürfen. Genau, das war dieser Vortrag von Günther Oettinger. Und das ist ja nicht das Einzige, also der hat noch ein paar andere Interviews gegeben, die alle ähnlich waren. Und als ich das gesehen habe, habe ich natürlich irgendwie gewusst, okay, das meiste, was der jetzt da sagt, stimmt nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht so versiert, was jetzt zum Beispiel ISPs angeht, um sagen zu können, okay, das ist alles totaler Schwachsinn. Das heißt, wenn man überhaupt keine
Fachkenntnisse hat, ist es eigentlich ziemlich überzeugend. Und ich musste da zum Beispiel auch irgendwie an meine Elterngeneration denken und hab mir eigentlich so gedacht, okay, wenn das jetzt die sehen würden, die würden das auch glauben. Also mit auch meine ich, dass ich es zum Teil irgendwie auch fast geglaubt hätte. Also habe ich mich irgendwie so gefragt, was stimmt und was sind eigentlich die Gegenargumente? Und als dieses Video noch ganz neu raus war, war das auch gar nicht so leicht, das jetzt zum Beispiel einfach mal im Netz zu recherchieren, ob das eigentlich stimmt, dass diese selbstfahrenden Autos, dass die Probleme hätten, wenn jetzt da jemand sehr viel YouTube schaut auf dem Rücksitz oder ob jetzt Krankenhäuser wirklich irgendwie so ein Special Service brauchen oder so. Das heißt, es ist eigentlich keine Satire möglich, wenn man gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich, was stimmt jetzt und was nicht, wie kann man das überhöhen? Ich hatte dann zum Glück ein paar Monate vorher habe ich den Thomas Lohninger, der hinter SaveTheInternet.eu steht, kennengelernt. Und aufgrund von Wir lieben Überwachung hat mich auch Florian Mehrlander angeschrieben. Und zwar ist es ein Sprecher, der gerne mal mit mir zusammenarbeiten wollte. Und ich habe dann mit Thomas ein bisschen hin und her gemailt über dieses Thema und habe dann noch andere Leute gefragt, die halt so viel mehr in der Materie stecken, um halt so ein bisschen zu recherchieren, ob das jetzt eigentlich alles stimmt, was der Oettinger da sagt. Jetzt zeige ich quasi den Film, der daraus entstanden ist. Und es ist diesmal eben kein Satirefilm, weil ich mich nicht dazu in der Lage sah, das noch irgendwie zu überhöhen. Und weil ich eigentlich auch lieber mal die Fakten zeigen wollte. Und es war auch eine ganz gute Fingerübung, also so mal so einen Erklärfilm zu machen. Ist jetzt nicht der erste, den ich gemacht habe. Aber ich wollte in den nächsten Monaten mehrere Filme zum Thema Verschlüsselung, beziehungsweise wie man seine Privatsphäre schützt, ohne jetzt groß Komfort einbüßen zu müssen. Und jetzt zeige ich am besten einfach den Film. Netzneutralität tötet. Ups, ich mache nochmal ganz von vorne. Netzneutralität tötet. Das ist das Argument, mit dem Internetanbieter gerade versuchen, auf deine Kosten mehr Geld mit deinem Internetanschluss zu verdienen. Aber nochmal kurz von vorne. Was ist nochmal dieses Netzneutralität? Netzneutralität bedeutet, dass alle Daten, die durch das Internet gehen, neutral behandelt werden müssen. Egal welche Information, egal von wem. Dieses Prinzip ist gut für dich, denn es verhindert, dass Internetprovider in deinen Datenverkehr eingreifen dürfen. Zum Beispiel, indem sie gewisse Daten absichtlich ausbremsen, um dich zu zwingen, für Anwendungen wie Videostreaming, Skype oder Spiele extra Geld zu bezahlen. Oh, dein Video ruckelt aber ganz schön stark. Kein Problem, hol dir für nur 9,99 € einfach das Videostream Full HD-Paket dazu und alles läuft wieder super. Aber nicht nur an deinem Ende würden sie gerne zusätzliche Einnahmen forcieren, sondern auch bei den großen Inhalteanbietern. Von euch gehen ja ganz schön viele Daten durch unsere Leitung. Wäre doch zu schade, wenn die auf dem langen, beschwerlichen Weg Probleme bekämen. Aber keine Sorge, einfach hier, hier und hier unterschreiben und wir können wieder für einen reibungslosen Transport garantieren. Das heißt also, ohne gesetzlich festgeschriebene Netzneutralität wird dein Internetanbieter zu einem mächtigen Wegelagerer, der nicht nur für die Nutzung seiner Straßen Geld fordert, sondern auch noch dafür, dass er dich dabei nicht absichtlich ausbremst. Aber wenn Netzneutralität offensichtlich so wichtig für uns alle ist, wieso gibt es dann noch kein Gesetz, das sie vorschreibt? In Europa wird jetzt gerade ein Gesetz zur Netzneutralität verhandelt. Doch die Internetprovider haben fast alle Politiker davon überzeugt, dass Netzneutralität schädlich sei. Mit den folgenden Argumenten. Der Internetverkehr wächst so rasant. Ohne Überholspur kommen wir mit dem Ausbau überhaupt nicht mehr nach. In Wahrheit haben die Internetanbieter derzeit gar kein Interesse an einem Ausbau. Denn je knapper die Kapazitäten, desto mehr Geld können sie von denen verlangen, die für die Bevorzugung bezahlen. Wenn in Zukunft extrem wichtiger Datenverkehr von Ärzten bei einer ferngesteuerten OP oder zwischen Industrie 4.0 Fabriken vom normalen Internetverkehr behindert wird, wird es Tote geben, es sei denn, wir dürfen eingreifen. Kein verantwortungsvolles Unternehmen würde so wichtige Datenströme durch das normale Internet schicken. Hierfür werden schon heute spezielle Standleitungen mit zugesicherter Qualität eingerichtet. Mit Netzneutralität wird das mobile Netz überlastet. Rettungswagen können keine Notfallbefunde an Krankenhäuser senden. Selbst fahrende Autos werden Unfälle verursachen.
Selbst mit Netzneutralität würden die Daten sicher und schnell im Krankenhaus ankommen. In einem überlasteten Netz, im schlimmsten Falle, wenige Sekunden später. Und selbstfahrende Autos benötigen gar keinen Internetzugang, denn sie nutzen nur ihre eigenen Sensoren zum Fahren. Sonst würden sie in jedem Funkloch auf dem Dorf, im Tunnel oder im Gebirge stehen bleiben. Tja, mit diesen Argumenten haben es die Internetanbieter geschafft, die Politiker im EU-Parlament zu überzeugen, dass Netzneutralität schädlich sei. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt aktiv wirst. Teile über savetheinternet.eu deinem Abgeordneten mit, für wie wichtig du die Netzneutralität hältst. Werde jetzt aktiv für ein freies, faires, bezahlbares Internet. savetheinternet.eu. Dankeschön. Also ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Also wenn es irgendwie Fragen gibt oder so, ich beantworte gerne jede Frage. Ja? Es kommt ein zweites Mikro, aber du kannst auch das hier benutzen. Danke. Ja, hi, danke für den Vortrag. Ich wollte eigentlich mich nur informieren. Also du hast gemeint, Afrika, Flüchtlinge interessiert dich und das ist so das nächste große Thema. Was hast du vor? Also genau, zu dem Afrika-Thema meinte ich, dass ich dazu schon mal einen Film gemacht habe, der heißt Lieber Afrikaner und den gibt es auf YouTube schon. Ist jetzt nichts weiter geplant in der Richtung? Also ich habe mal überlegt, was zu den Grenzzäunen zu machen. Also das Zentrum für politische Schönheit hat ja vor ein paar Monaten diese Aktion gemacht, dass sie die Grenzzäune irgendwie so einreißen wollten. Und die hatten mich auch angefragt, ob ich da nicht eine kleine Visualisierung machen könnte. Die wollten so ein bisschen die DDR-Mauer mit den heutigen Grenzzäunen, mit den modernen Versionen vergleichen. Und das hat aus zeitlichen Gründen bei mir nicht gepasst. Aber ich fand diesen Vergleich so krass, weil diese Zäune mittlerweile so unglaublich sind, dass ich mir vorstellen könnte, da nochmal was zuzumachen, auf jeden Fall, auch weil das Thema gerade ja relativ aktuell ist. Ja, die andere Frage wäre, wie du die Daten erhoben hast. Also was hast du benutzt, um es auszuwerten? Wie viele Klicks hat welches Video bekommen? Achso, ich habe hauptsächlich immer auf YouTube und Vimeo gesucht, also einfach nach Menge der Views sortiert und das addiert und dann halt eine kleine Grafik gemacht, also nichts. Also kein Auswertungsprogramm. Nein, genau, es war alles von Hand. Genau, und diese Filme, also jetzt wie zum Beispiel der oder auch die anderen Filme wie Wir lieben Überwachung, entstehen immer ohne Budget. Also ich mache das quasi so in meiner Freizeit nebenher. Und deswegen hängt es auch oft davon ab, ob ich gerade halt einfach Zeit in meiner Freizeit habe, um sowas umzusetzen. Ich basiere oder meine ganze Arbeit in der Richtung basiert im Moment quasi eigentlich noch so auf Spendenbasis. Das heißt, ich habe auf meiner Seite so, also alexanderlehmann.net/support, kann man mir quasi Geld spenden und das ist eigentlich so ein System, was ich jetzt so seit Du bist Terrorist, kommt da halt ab und an ein bisschen was zusammen und dann mache ich das quasi so halb auf Spendenbasis und auch natürlich einfach so für den guten Zweck, weil ich hinter der Sache stehe. Noch weitere Fragen? Dankeschön. Ja, erstmal Glückwunsch zum gelungenen Film. Danke. Sehr schön. Eine Frage, du musst ja quasi journalistisch arbeiten. Das bedeutet also auch, du musst deine Quellen irgendwie offenlegen, woher du diese Informationen hast, ein warum nicht, so wie Oettinger dazustehen. Wie machst du das? Das interessiert mich. Ich habe unter den meisten Videos, also unter den meisten, eigentlich unter fast allen, verlinke ich auf die Artikel, die bei meiner Recherche so hauptsächlich hervorstehen und woraus ich quasi die meisten Informationen ziehe. Die sind dann immer in der Videobeschreibung zu finden. Ja, da hinten ist noch eine Frage. Ja, wahrscheinlich die offensichtlichste und die man dir am meisten stellt, aber wie lang dauert so ein Film?
Ach so, ja, das ist sehr unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel dieser Film, wenn ich den an einem Stück machen würde, wird der wahrscheinlich so in einer Woche fertig sein. Also wenn ich jetzt eine Woche durcharbeiten würde, vielleicht so 7 Arbeitstage. Ansonsten zum Beispiel der Film Wir lieben Überwachung, der war viel krasser. Also das sind auch viel, viel komplexere Bilder. Der hat zum Beispiel 3 Monate gedauert. Also das war quasi mit Abstand das größte Projekt, was ich bisher gemacht habe. Und ich würde sagen, so im Schnitt würde ich sagen 2 bis 3 Wochen Vollzeitarbeit. Gut, Dankeschön. Freut mich, dass es euch gefallen hat.